Er kommt aus dem Fachbereich Physik. Begrüßt ihn mit einem tosenden Applaus. Hier ist für euch André Lampe. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich muss mal kurz eine kleine Umfrage machen. Wer hier ist denn Student oder hat schon einen Universitätsabschluss? Einmal die Hände hochheben, bitte. Kacke. Könnt im Prinzip alle nach Hause gehen. Das hier habe ich für meine 6-jährige Nichte Sophie gemacht. Ich mag meine 6-jährige Nichte Sophie. Sie ist cool. Sie ist das einzige Mädchen, das Rosa und Pferde hasst, glaube ich. In dem Alter auf jeden Fall. Na und ihre Mutter, meine Schwägerin, ja, die ist nicht so beliebt bei uns in der Familie. Sophie ist auch schon 9, ich habe sie seit 3 Jahren nicht mehr gesehen, aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Ja, die fragte mich irgendwann, André, erzähl mir eine Geschichte. Und dann habe ich angefangen, naja, was kann ich denn für eine Geschichte erzählen? Es war einmal ein Lemur und eine Maulwürfin. André, kannst du mir eine Geschichte erzählen, die von der Arbeit handelt? Es war einmal ein Lemur und eine Maulwürfin. Ein Lemur, ja, der sieht so aus, süß. Der hat total große Augen und der sitzt gerne auf seinem Baum. Und er ist total neugierig. Und der Einfachheit halber, weil Lemur ist ein bisschen schwierig auszusprechen, nennen wir den mal Peter. Und es war eine Maulwürfin, die hat total kleine Augen, ist vollkommen kurzsichtig. Die sitzt total gerne in ihrem Hügel drinne und die ist auch total neugierig. Und die beiden sind Nachbarn. Und weil sie Nachbarn sind, haben sie und ihrer verschiedenen Blickwinkel haben sie oft nicht dieselbe Meinung. Das kann dann unter Umständen auch schon mal ausarten. Aber meistens ist dann abends wieder alles in Ordnung und Peter sitzt auf seinem Baum und sich Linde unten in ihrem kleinen Maulwurfshügel. Und wenn man dann so, man muss jetzt mal an Sommer denken, vielleicht kann sich der eine oder andere noch an letztes Jahr erinnern, ne? Wenn es dann so richtig schöne Sommernacht ist, dann gibt es manchmal so Glühwürmchen. Und die schwirren so durch die Gegend und schwirren, ja. Und wenn man sich dann mal in Peter hineinversetzt, dann sieht Peter Folgendes, ja. So ein Stück Wiese, das kann man hier wegen der Beleuchtung nicht so gut erkennen, und so ein klein bisschen Maulwurfshügel, ja. Und nur eine wild durch die Gegend schwirrende Wolke. Mehr nicht. Und ja, sich Linde in ihrem Maulwurfshügel, sieht nichts. Und dann kommt da mal wieder einer vorbeigeflogen. Und dann wieder nichts. Und dann kommt mal wieder einer vorbeigeflogen. Und wieder nichts. Das heißt also, der Lemur, der hat ein breites Sichtfeld, kann aber keine Details ausmachen, weil das alles durch die Gegend wabert. Und ja, sieht dann so aus. Und der Maulwurf, die Maulwurfin, verdammt, sich Linde, die hat nur ein Guckloch und kann nur einzelne Details wahrnehmen. Die weiß gar nicht, dass da eine riesige Wolke ist, die wundert sich immer. Okay. Jetzt kam eine, ne, also wenn man sich das jetzt nochmal so vorstellt, so, ne, durch die Gegendschwirrerei und jetzt theoretisch, ja, ist da neben dem Maulwurfshügel noch Horst die Blumenhecke. Muss man ja mal so, ne, also ein bisschen grün und viele Pflanzen darauf und die Glühwürmchen finden das total toll. Die surren durch die Gegend und surren, dann finden die Glühwürmchen das total toll und setzen sich auf die Blüten drauf. Ne? Und aus Peters Perspektive sieht das dann so aus, wieder ein bisschen Stück Wiese, Maulwurfshügel und zack, die Glühwürmchen sitzen nur auf den Blüten. Und naja, sich Linde sieht nichts, weil da fliegt ja nichts mehr von dem Loch vorbei, sondern die sitzen alle auf den Blüten drauf. Das heißt, der Lemur, der kann räumliche Strukturen erkennen und sich Linde, die sieht nur das, was in ihrem Guckloch vorbeifliegt. Und wenn die Glühwürmchen irgendwo drauf sitzen, dann sieht sie natürlich nichts. Das heißt, wir fassen noch einmal groß zusammen. Peter, der Lemur, erkennt, dass da irgendwas leuchtet. Der weiß aber nicht genau, was es ist, aber er kann Strukturen erkennen. Und sich Linde sieht, dass da einzelne Dinge leuchten. Die kann auch sehen, wie schnell die Dinge sind, weil sie sieht ja immer nur eins. Ja? Und sie kann keine Strukturen erkennen. An der Stelle kam dann ne, meine allseits geliebte Schwägerin rein und fragte, was soll denn das alles? Sag mal, ich dachte, du erzählst hier Sophie irgendwie eine Geschichte, dass sie vielleicht nicht über die Straße geht, wenn da LKWs langfahren oder so, aber erzählst irgendwas von Maulwürfen und Lemuren? Was hat denn das überhaupt mit deiner Arbeit zu tun? Was hat denn das mit Physik zu tun? Naja, also sich Linde funktioniert wie ein konfokales Fluoreszenzmikroskop. das heißt,
Wir können damit eine kleine Messung durchführen. Ja? Also ein konfokales Fluoreszenzmikroskop kann Farbstoffe vermessen. Das sieht dann so aus. Physiker bringen immer irgendeine Grafik mit, die niemand versteht. Ja? Deswegen das einfach nur zur Kenntnis nehmen. Die Spitzen, die man da so sieht, das nennt man die Stropfsteinhöhle, die entsprechen einzelnen Signalen von kleinen Farbstoffmolekülen. Das ist wirklich nur so ein ganz kleines Molekül. Wir können wirklich damit einfach einzelne Moleküle messen. Und ja, wenn da etwas leuchtet in freier Lösung, so man nimmt da Wasser und schmeißt da ein paar Moleküle rein und wartet, bis das dann so an sich Linde vorbeischwebt und dann kann die das messen und weiß, wie schnell das durch den Fokus von diesem Mikroskop durch diffundiert. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass man da ein Bild von einem, von einem Molekül bekommt. Man kann damit leider nur so ein bisschen die Geschwindigkeit messen. Aber damit weiß man, wie groß das ist. Unsere Maulwürfin sich Lindy guckt nur an einer Stelle, aber dafür ganz genau. Das heißt, wir können wirklich einzelne Moleküle messen, aber leider damit kein Bild aufnehmen, also keine Details erkennen. Und Peter funktioniert wie ein Weitfeldfluoreszenzmikroskop. Und das geht so. Wir haben da also, das ist so ein typisches Mikroskop, wo man so durchguckt, was man aus den Filmen kennt. Das hier ist übrigens ein Bild aus meiner Diplomarbeit. Das ist einfach nur eine rote Wolke von Farbstoff. Ja, so, mit sowas kriegt man heutzutage seinen Abschluss. Ganz großartig. Ja, also das ist genau dasselbe wie herumflirrende. Sie sind nicht die Einzigen, die dafür klatschen. Das sind wirklich nichts anderes als so herumschwirrende Glühwürmchen. Das ist einfach nur eine diffuse Wolke. Ich kann da keine Details erkennen und vor allem nicht die einzelnen Moleküle. Aber wenn ich da irgendwie was reinschmeiße, Horst die Blumenhecke oder irgendwelche Kügelchen, auf die der Farbstoff gerne bindet, dann kriege ich so ein Bild und sowas würde ich mit Peter, mit Sichlinde überhaupt nicht sehen. Das geht nur mit Peter. Damit kann ich große Strukturen abbilden. So, der Lemur Peter hat also einen großen Bereich im Auge, kann damit Strukturen abbilden, aber leider auf Kosten der Details. Ja, ne, meine Schwägerin, wieso? Ja, und wozu braucht man das? Du hast jetzt irgendwas erzählt von Tieren, das fand ich ja noch irgendwie süß. Aber Sophie hat bisher noch nichts daraus gelernt, bla 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 bla. Wie gesagt, niemand kann sie leiden. Ja, also man kann damit zum Beispiel einen modernen Bluttest entwickeln. Wie geht das? Also, als erstes sucht man sich irgendwas raus, da fragt man am besten einen Arzt, so was der sich gerne angucken will im Blut und dann markiert man das. Da hängt man einfach so ein Farbstoffmolekül dran. Dann überprüft man, ob das mit dem Markieren funktioniert hat. Dann nimmt man das Sichlinde-Mikroskop, ja, die Maulwürfin in ihrem Hügel und guckt sich die Zeit an, wie lange das braucht, um da irgendwie durchzuschwimmen. Wenn das langsamer wird, ne, vorher einzelnes Molekül, wenn das irgendwo dranhängt, dann hat das noch ein bisschen was zu schleppen. Dann weiß man, alles klar, Binden hat funktioniert, kann ich weitermachen. Drittens den Stoff einfangen, dann nehmen wir wieder Horst die Blumenhecke, schmeißt da irgendwas rein, wo diese Dinger total gerne dran binden und dann bildet man das Leuchten ab mit Peter, dem Lemur, mit dem Weitfeldfluoreszenzmikroskop und dann steckt man die Bilder, die man dann gekriegt, in einen Computer hinein und der sagt dann 27 und fertig ist der Bluttest. Ja. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, wie wir auf die 27 kommen. Also, diese fluoreszenzbasierten Bluttests, okay, ich erkläre jetzt nicht, was Fluoreszenz ist, also das Leuchten mit den grünen Dingern auf der Blumenhecke basierten Bluttests funktionieren so. Also, wir sind damit viel, viel schneller. Wir brauchen weniger Blut, das ist dann so ungefähr wie ein Blutzuckermessgerät. Man braucht einen Tropfen und dann, naja, braucht das nicht eine Minute, sondern vielleicht eine Dreiviertelstunde. Es ist automatisierbar, wie schon gesagt. Es ist manchmal billiger, nicht immer billiger und es ist teilweise auch genauer, leider auch nicht immer. Aber es ist schon eine große Hilfe in einem Labor, um mal irgendwie ein bisschen Arbeitskraft freizumachen, dass die Labortechniker was wirklich Wichtiges untersuchen können und nicht 3 Stunden über einen Blutmesswert nachdenken müssen. Und um sowas zu entwickeln, brauchen wir Peter, das Weitfeldfluoreszenzmikroskop, Sichlinde, das konfokale Fluoreszenzmikroskop, Horst die Blumenhecke und Erich den Auswertecomputer und am Ende kommt dann Waltraud, das Bluttestgerät, und die sagt dann sowas wie, der Interleukin-1-Beta-Messwert von Patient Egon E. Brömmelkamp beträgt 27 Nanomolar. Name ist geändert, das kann man hier nicht sehen, leider. Ja, und dann ist Erich ein bisschen traurig, weil er nicht mehr 27 sagen darf, aber Waltraud wird ja auch an Leute in der Klinik verkauft. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, Sie finden mich später an der Theke. Ach ja, genau, eine Frage muss ich noch klären. Das hat Sophie mich auch gefragt, nachdem ich die Geschichte erzählt habe. Und wieso Peter und Sichlinde? Naja, weil die viel kürzere Namen haben als konfokales Fluoreszenzmikroskop oder Waldfeldfluoreszenzmikroskop und weil sie viel süßer sind. Danke fürs Zuhören. Applaus